Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und der gute Charlie ist hier unterwegs. Ja, wir spielen ein kleines bisschen und wir müssen mal schauen, was wir heute bei uns hier auf dem Hof machen wollen. Also in der letzten Folge haben wir ja jede Menge Aufträge abgearbeitet. Deswegen sehen auch die Maschinen alle so ein bisschen, ja, ich sag mal durch den Wind. Die müssen also auf jeden Fall ein bisschen gewartet werden und gesäubert werden. Aber das tun wir erst, nachdem wir uns um unsere Tierchen gekümmert haben. Denn im Moment sieht es so aus, dass unsere Hühner auf jeden Fall Futter brauchen. Wir brauchen für die Schweine auf jeden Fall Stroh. Und ja, ich glaube, uns fehlen so Kartoffeln und Zuckerrüben, die wir hier einwerfen müssen. Und dann brauchen auf jeden Fall auch unsere Kühe Stroh, wenn ich das richtig gesehen habe. Jo, und das Gewächshaus braucht auf jeden Fall Wasser. So, also das heißt, es steht hier ein bisschen Hofarbeit an und irgendwo muss man ja bekanntlich immer anfangen. Also springen wir in unseren Glas. Der hat im Moment eine Ballengabel, okay. Dann würde ich doch mal schauen wollen, ob wir zu unseren Kühen, weil das haben wir, glaube ich, noch nicht ausprobiert, da bin ich mir gar nicht sicher. Also wir wissen, dass wir auf jeden Fall zu unseren Schweinen nur lose Stroh einwerfen können. So, Gras, Heu, Stroh. Dann würde ich doch einfach mal zwei Ballen hier rausnehmen aus unserem schicken Ballenlager. Und dann probieren wir mal, weil das weiß ich jetzt gar nicht, wie es denn eigentlich mit den Kühen aussieht. So. Ob wir da eigentlich auch, ob wir da die Ballen direkt einwerfen können oder ob wir da auch loses Stroh einwerfen müssen, wäre ja nicht schlimm. Dann nehmen wir unseren kleinen Pöttinger und dann erledigen wir das. Aber jetzt schauen wir erstmal. So, wo müssen wir es denn ablegen? Wo macht es Sinn? Ups. Ah, sehr schön. Okay, also das geht. Wir schauen mal, wie viel Stroh wir noch brauchen. Okay. Ja, da können wir definitiv nochmal zwei Ballen einwerfen. Und was das Futter angeht, nein, das reicht. Da brauchen wir uns um nichts mehr kümmern. Also, das heißt, nochmal zurück. Und dann holen wir nochmal zwei Ballen. Und anschließend werden wir dann die Schaufel nehmen. Und uns um das Futter für die Hühner kümmern. So, Heu, Gras, Stroh. Sind nur noch 8 Ballen drin. Okay. Da sind sie. Also das Ballenlager. Also wie gesagt, hervorragend. Gefällt mir sehr gut. Das macht Spaß. Da hat man dann die Ballenwesens auch gleich richtig aufgeräumt. So, Dile. Ups. Ei. Okay, da waren wir ein bisschen zu flott in der Kurve. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen mit dieser Allradlenkung. Das geht dann doch zügiger, als man dachte. So, auch der Ballen ist weg. Und dann räumen wir hier nochmal ein bisschen auf dem Hof. Hier liegt aber auch wieder alles rum. Schwupp. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich bleiben wir jetzt nicht an Charlies Hütte hängen. So. Schwupp. So, dann wechseln wir mal den Anbau. Wir werden die Schaufel holen, die große. Dann schmeißen wir hier mal ganz kurz. Und weg? Nee. Jetzt weg. Okay. So, und dann müssen wir noch mal schauen, wie das Thema wir damit umgehen wollen mit den Kartoffeln oder Zuckerrüben, die unsere Schweine brauchen. So, Ackergras würde ich da jetzt raus. Ackergras. Aber ich glaube, nicht so viel passt da gar nicht rein.
So, Eier haben wir auch schon jede Menge. Das ist gut. So, da müssen wir hin. Ups. Ach ja, das ist wieder die Umstellerei hier. Okay, ist voll. Das heißt, den Rest bringen wir wieder zurück. Und dann haben wir jetzt das Thema, wie wir mit den Kartoffeln oder Zuckerrüben für die Schweine umgehen wollen. Wir können es natürlich einfach kaufen. Aber ich glaube, dass mit dem Auftrag, auf den ich erwarte, wo wir dann einen Ernteauftrag haben, um das Ganze eben, ja, ich sag mal, uns zu erarbeiten, der fehlt uns leider. Wir haben hier nur einen Ernteauftrag für Gerste und das andere sind leider keine. Aber wir schauen mal, weil hier oben, ich muss gerade noch mal gucken, wir haben ja nur Zuckerrüben, wenn ich richtig weiß. Oder haben wir auch Kartoffeln? Ah doch, wir hätten auch Kartoffeln. Ja, da oben sind die Felder, aber die sind leider noch nicht erntereif. Das heißt, da werden wir höchstwahrscheinlich diese Saison, ja, na, die sind auf grün, genauso wie unsere Felder hier, die 18 und die 7, weil das wären die nächsten zwei Felder, die wir dann auch abernten können, vermutlich dann eben im nächsten Monat, im August. Okay. Ja, dann werden wir, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie weit oder wie klamm sind denn die Schweinchen? 63 Liter Wurzelfrüchte. Ja, dann werden wir hier ein bisschen was kaufen. Ich hätte ja gerne so einen Big Pack oder irgendwas gekauft, aber wenn wir jetzt Schweinefutter kaufen, dann ist da halt nicht gerade allzu viel von den Kartoffeln drin. Und wir brauchen eigentlich hauptsächlich eben diese Kartoffeln. Wir können natürlich auch mal spaßeshalber Zuckerrüben einwerfen. Oh, das war sehr, sehr viel. 224 Euro für 2450 Liter. So, da geht's rein in unseren schicken Schweinestall und da ist der Futtermischer. Und da werden wir das Ganze reinwerfen. So, das geht noch ein bisschen schneller, denke ich. So, leer. Ich glaube, jetzt haben wir jede Menge Zuckerrüben drin oder Wurzelfrüchte 2500. Das wird jetzt auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen halten. Der Rest passt, aber Stroh, nee, Stroh brauchen wir eigentlich gar nicht. Nö, da sind die Tierchen aber hier soweit okay. Wie sieht's da aus? Da ist eigentlich auch alles im grünen Bereich. Und auch bei den Mukus sieht es eigentlich erstmal gut aus. Dann würde ich doch sagen, dann soll es das erstmal gewesen sein. Dann bringen wir hier den Kleinen wieder in die Warteposition. Okay, so. Wir haben ja die Felder gedüngt mit Mist, wo es notwendig war. Lass uns mal ganz kurz reinschauen. Okay, hier haben wir Precision und der Stickstoff. Da haben wir meines Wissens mit Mist gedüngt. Haben wir da eigentlich schon was gemacht? Nö. Und da auch nicht, aber das ist eigentlich auch gar nicht so notwendig. Ich möchte eigentlich so richtig gern in die Ernte gehen. Wir haben nämlich hier unser Getreide auf dem Feld und hier eigentlich auch. Da würde ich nämlich gerne in die Ernte gehen und wir schauen mal auf unsere Umweltbewertung, die uns ja immer so ein bisschen Sorgen macht. 52, weil dieses Feld müsste auf jeden Fall mal bearbeitet werden und dieses Feld dann eben auch, wenn wir es abgeerntet haben. So, wir schauen mal. Stickstoff, okay. Bodenbearbeitung 4,2. Das ist halt eben so diese Geschichte. Wenn man hier drauf geht, 50, da ist eigentlich gar nichts. Da sind wir mittlerweile bei 93 bei dem Feld. 92, also es geht jetzt langsam in die richtige Richtung. Aber wir sind gerade mal bei 8%. Okay. Okay, und hier wird jetzt auch nicht mehr viel gehen. Das ist die Wiese und da ist die Wiese. Apropos nicht viel gehen. Lasst uns mal ganz kurz schauen. Ist denn die Wiese schon wieder erntereif? Oh, das sind die Rehchen. Ist diese Wiese eigentlich schon wieder erntereif? Ja, sie ist erntereif, aber das ist, glaube ich, die erste Wachstumsstufe. Ne? Nee, das rechnet sich eigentlich nicht. Wir haben Stickstoff 35, pH-Wert ist gut, das ist auch gut. Ertrag also 98. Dann mal hier durchs Gebüsch, da haben wir eben geerntet. Und da haben wir auf jeden Fall
Genau, da haben wir Mist ausgebracht. Okay, also worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist im Endeffekt, ich glaube, wir können in den nächsten Tag springen, weil ich sehe jetzt im Moment keine Arbeit. Ach, stopp, da hätte ich es doch beinahe vergessen. Wir brauchen noch Wasser für unser Gewächshaus. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen. So, einmal abkuppeln. So, Charlie rennt zwischen den Gerätschaften herum. So, ist da noch was drin? Nee, ist natürlich leer. Okay. Dann fahren wir mal schnell Wasser holen am Teich. Okay, links ist frei. Und los geht's. Hervorragend. So, und werden wir jetzt da gemütlich mit unserem Wasserfass hinfahren, darf ich wieder mal ein kleines bisschen Eigenwerbung machen, denn wir haben ja ein neues Projekt gestartet, und zwar ein Stream-Projekt hier, die Galgenberg 2.0 Classic, so heißt das Projekt Classic, weil wir als neuer Farmer starten auf dem wunderschönen Landhof, den der Yogi hier zusammengebastelt hat, den er ja, ich sage mal, wirklich originalgetreu, möglichst originalgetreu gebastelt hat. So, also wenn ihr Bock habt, Livestream immer dienstags und freitags bei mir ab 20.30 Uhr streamen wir die Galgenberg und zwar auf der PlayStation 5. So, jetzt hoffe ich doch, dass wir hier, komm. Also ich will hier nicht komplett abtauchen mit dem Teil. Ups. Ah, wieder ein bisschen zurück. Okay. Ah, ich glaube, da hinten wäre es etwas flacher, oder? Ist eigentlich... Wo ist es denn etwas flacher? Naja, geht schon. So, okay. Kostet uns nichts. Aus dem Dorfteich entnommenes Wasser kostet uns nichts. Dann werden wir hier das Gewächshaus noch ein bisschen mit Wasser versorgen, damit es um die rumkommt. Und dann machen wir einen kleinen Sprung. Und dann geht es nämlich in die Ernte, so hoffe ich doch, auf unseren zwei Feldern. Also bis gleich. Ja, servus, da sind wir also wieder. Und es kam, wie es kommen musste. Wir sind im August und wir sind jetzt unterwegs mit unserem Topliner zum Getreidefeld. Zu einem der beiden Getreidefelder, die also jetzt erntereif sind. Wir gehen also wieder in die Ernte und haben auch einen Auftrag angenommen für die Kartoffelernte mit einem Grimme-Selbstfahrer. Und zwar Feld Nummer 9 ist nämlich erntereif. Und da werden wir dann auch gleich hinfahren, wenn wir den hier an den Start gebracht haben. Dann werden wir also jetzt nochmal Getreide ernten, werden Stroh einsammeln und machen eben parallel dann den Kartoffelauftrag, um dann eben auch ein paar Kartoffelchen für unsere Schweinchen zu erarbeiten, weil mit Sicherheit bleibt da ein bisschen was übrig und das kriegen dann unsere Schweinchen. Ja, servus! So, da vorne habe ich schon ein bisschen ausgecheckt, ist ein gekalktes Feld. Ich denke, da hat der Bauer nichts dagegen, wenn wir mal kurz unseren Schneidwerkwagen hinstellen. So, Dele. Jetzt muss ich nur gerade nochmal überlegen. Ich glaube, wir fahren einmal im Kreis. Weil so müsste es dann, glaube ich, passen. Okay. Ja, genau so. Dann klappen wir hier mal aus. Sehr schön. Und dann gehen wir hier in die Ernte. Ich glaube, wir müssen da mit Sicherheit erstmal das erste Vorgewende wie immer selber fahren. So, haben wir die Strohablage an? Strohablage anschalten war es nicht. Okay. Denn wir haben ja dann immer so ein bisschen das Problem hier mit den Bäumchen. Die sind ein bisschen arg dicht. Und dann tut er sich ja ein bisschen schwer mit dem Helfer. So, sehr schön.
Da sind wir gerade am Bäumchen vorbeigekommen. Und sobald wir den hier losschicken können, wie ist dann die Ernte? Wie ist da der Ertrag? Der Ertrag ist eigentlich relativ gut. Wir sind im grünen Bereich, wenn ich das sehe, oder? So, ein bisschen von außen. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Da fahren wir jetzt doch ein bisschen vorbei. Ja, man sieht es halt von hier einfach besser. Das hilft nichts. Diese Kamera ist dann doch einfach besser, wenn wir hier am Wald, hier an den Bäumen entlang fahren. So, ich überlege gerade, ist es da drüben genauso? Ja, dann machen wir Folgendes. Dann machen wir hier erstmal das Vorgewende nur hier zur Straße hin, damit er uns dann nicht auf die Straße fährt beim Wenden. Jo, dann haben wir auch eine schöne Schwart, um Stroh einzusammeln. Ich überlege gerade, machen wir das lose? Wir könnten auf jeden Fall einen Wagen lose einsammeln. Dann können wir das nämlich gleich bei den Schweinen reinwerfen. Und vielleicht das zweite Feld machen wir dann wieder mit dem Göweil. Machen wir wieder Ballen. So, wie sieht es denn aus? Kommen wir da rum? Ist da irgendwo Verkehr? Dürfen wir hier mal kurz auf die Straße, bitte sehr? Okay, wie sieht's denn aus? Nee, auf der Werbetafel wird gerade nicht das neue DLC angeboten. Oh, haben wir jetzt... Nee, wir haben keinen Stroh da drüben. Okay, kein Stroh auf der Straße, das ist gut. Hervorragend. Ja, dieses Feld ist jetzt mal ein kleines bisschen weg hier von unserem Hof. Aber ich finde es auch ganz gut, wenn wir ein bisschen dezentral arbeiten. Dann doch mal das ein oder andere Feld in der Pampa sozusagen, wo wir auch ein bisschen ranfahren müssen. Aber das hat sehr, sehr gute Ertragswerte. Und deswegen habe ich mir eben gedacht, dann holen wir uns dieses Feld. So, jetzt den hier hoch. Okay. Und dann lassen wir mal den Helfer hier los. 52. Okay. So, ich denke, das wird klappen. Dann schauen wir mal, wo denn... Ah, da steht da doch das Schmuckstück hier. Der Grimmeventor 41,50. Das macht doch wieder Laune. So, das ist doch ein Maschinchen, ne? Da gehen wir damit auf jeden Fall richtig jetzt schön in die Kartoffelernte. Selbstfahrer mag ich einfach. Und da machen wir mal ganz schnell... So, nee, stopp, da muss ich hin, zack. Und da machen wir noch schnell einen Thump, oder? Jo, das muss schon sein, zack. Und das war's. Wir steigen ein. So, und jetzt wurde ja mal angemerkt, dass ich eigentlich immer von vorne reinfahre und nie durch die Schranke. Also, wir fahren jetzt hier mit dem Großgerät hier raus, durch die Schranke. Oh ja. So, dann machen wir mal hier die Rundumbeleuchtung an. Oh ja, das wird spannend, denn das Feld ist ja am anderen Ende wieder mal. Da müssen wir ein Stück fahren. So, kommen wir hier rum? Yep. So, damit wir uns ein bisschen orientieren und nicht hier gleich mal falsch abbiegen. Also, Feld Nummer... Augenblick. Aufträge. Feld Nummer 9. Das müsste hier ganz da oben sein. Genau dieses. Das heißt, wir fahren genau hier die Straße lang und fahren dann diesen Weg hoch. Und dann sind wir oben. Ups, da kommt was. Da kommt was. Man sieht es kaum. Ach, die wollen da abbiegen. Das wird nicht klappen, Freunde. Ach, die wollen da alle abbiegen, ne? Oh, steht. Nee, es steht keiner hinter uns. Ja, die Sache mit dem Verkehr. So, jetzt kenne ich hier gar nichts. Einmal über Seck gefahren. Boah, ich überlege gerade, wir haben doch dafür dieses Teil auch Allrad, oder? Lenkung. Erntemaschine, Erntemaschine, Lenkmodus. Das ist schon Allrad? Tatsächlich. Okay, habe ich mich schon ein bisschen geirrt. So, da hinten steht ein Auto. Warum das? Weil unser Deutz da gerade wendet.
So, da kommt nichts, da kommt nicht. Da kommen wir doch hoffentlich vorbei. Uiuiuiui, hier ist wieder Verkehr. Also, dann bringen wir noch schnell diesen schönen Grimme hier an den Start. Würde ich doch jetzt sagen. Und dann gehen wir in die Kartoffelernte. Und was da für ein Ertrag und alles bei rumkommt, das würde ich vorschlagen. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Hier Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Die wunderschöne Alpenmap, unser Alpenprojekt mit Neu-Mini-Brunnen. So sehe ich gerade, also unser Deutz ist voll. Da muss ich mich dann auch gleich kümmern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier auf der Alpenmap. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, sage tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal, euer Badenfarmer.